25 Jahre, verdammt, ich lieb dich. Matthias Reim. Wir waren bei seinem zweiten Auftritt nach seiner OP dabei. Es war der 2. April 1990, als ein Jahrhundertsong das erste Mal im TV vorgestellt wurde. 2015 feiert Matthias Reim mit genau diesem Song ein großes Jubiläum. Das große Jubiläumskonzert Open Air 2015 macht schon traditionell Hals. Auf der großen Landsberger Freilichtbühne Landsberg bei Halle, Saale, Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Jahr sorgte der regionale Veranstalter Jürgen Rausch und sein Team für einen tadellosen Ablauf der Veranstaltung und wie immer eine Top-Versorgung der Gäste. So konnte das Event nur ein Erfolg werden. Wir sind wieder mal in Landsberg und freuen uns riesig, dass Matthias da ist. Matthias, wir freuen uns, dass du da bist. Du warst krank, was war denn los? Ja, was heißt krank? Das ist ja keine Krankheit. Wir sind mal beide Leisten durchgebrochen. Das war etwas unangenehm. Der Arzt hat mich für 4 Wochen krank geschrieben, 2 Wochen sind her. Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Aber wir sind so stolz, dass du da bist. Verstehst du? Ist auch nicht so ganz einfach. Also das ist alles, das steckt noch im Körper, aber das wird schon gehen. Und die Landsberger, die werden mich schon tragen. Die sind alle ganz lieb, die freuen sich so riesig, dass du da bist. Du warst gestern ganz weit weg, viele, viele Kilometer von hier. Das war irgendwo im Gebirge, ne? Gestern waren wir in der Schweiz, im Hochgebirge. Ja. Und haben da gespielt bei einem Open Air mit 15.000 Menschen. War großartig. Und wie viele Kilometer ist das jetzt weg gewesen von hier? Ungefähr? Ich schätze mal so 800. Mein lieber Mann. Und er ist heute da und ist auch pünktlich. Und das ist ganz klar, 25 Jahre Matthias Reim, eine Wahnsinnstour, die dieses Jahr läuft. Was ist das Wichtigste in dieser Tour, was jetzt hier kommt? Naja, es geht darum, das für lebenslang zu etablieren. Ja, ich gehe ja nicht mehr weg. Und meine Fans gehen auch nicht mehr weg. Das wäre noch schöner. Ja. Und das muss man betonieren. Und es ist auch immer schwer, weißt du, wenn du mal jetzt, wie jetzt, wenn du dann mal krankgeschrieben bist, kannst du denen nicht antun. Ja, also auch wenn du zu Hause auf dem Sofa liegst und sagst, ich komme kaum hoch, das dauert noch 3 Wochen, bis das alles wieder gut ist. Und dann hast du da auf deinem Plan Landsberg stehen und ich weiß ja, was hier passiert, da kannst du nicht sagen, ich komme nicht. Also lieber falle ich hier in Landsberg in Ohnmacht vor Erschöpfung, als zu Hause zu bleiben. Spaß beiseite, wir haben ein wunderschönes DRK hier, die passen auf alles auf, aber natürlich auch auf unser Matthias. Aber es passiert dir nichts, du bist tapfer, wir wissen es und die Fans helfen dir über jeden Schmerz hinweg, glaube ich. Ja natürlich, das ist, ich hab ja ganz besondere Fans. Ja, die kennen jede Zeile, die singen mit, die feiern mit und das gibt so viel Kraft. Ja, ich war ja gestern das erste Mal wieder auf der Bühne danach und habe auch gedacht, mir tat, natürlich tut einem noch alles weh. Und es war toll. Da waren halt 15.000 Schweizer, die musste ich mir erst mal holen, ich habe sie mir geholt. Danach gehst du sehr erschöpft von der Bühne und kommst auch gar nicht mehr auf dumme Ideen von wegen Party. Du gehst nach Hause und sagst, geschafft. Aber ja, wichtig ist für uns mal die Frage, du hast die Tour genannt, verdammt, ich lieb dich. Warum heißt die 25 Jahre Tour so? Naja, wir feiern ja 25 Jahre Verdammt, ich lieb. Das, ja, Ding ist, das Lied ist ja schon so alt. Das ist vor 25 Jahren erschienen und zum Mega-Hit geworden. Und eigentlich hat er es ja gar nicht für sich geschrieben. So, das ist doch ganz klar, das habe ich noch im Ohr. Naja, das ist so eine Legende. Ich hatte es schon für mich geschrieben. Die stimmt halb. Die Plattenfirma meint, ich soll es anderen geben, weil ich wäre für die Bühne nicht geschaffen. Das ist ja eine Rotzfreie. Also liebe Plattenfirma. Ja. Also, das ja, gar nicht. Die sind auch alle schon gefeuert worden, die das gesagt haben. Also wir freuen uns riesig drüber und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ein paar Bilder sehen dürfen und wir sind so stolz. Danke und ich freue mich immer wieder, hier bei euch zu sein, weil ihr seid meine. Hier.
genau 25 Jahren landete der damals noch völlig unbekannte Musiker Matthias Reim einen Hit, der ihn buchstäblich über Nacht zum Superstar machte. Verdammt, ich lieb dich kam auf Anhieb auf Platz 1 der deutschen Charts. Hielt sich dort 16 Wochen lang und das dazugehörige Album ging über 2,5 Millionen Mal über die Ladentische. Mit der Produktion seiner Jubiläumskonzerte zeigt Matthias Reim erneut, dass er sich stets weiterentwickelt. Kennen Sie das Gesicht? Darf ich mal Ihren Namen haben? Der heißt Frank Mohler. Und wenn Sie das Gesicht schon in einem anderen Konzert gesehen haben, welches könnte es sein? Das sage ich jetzt nicht. Wir sagen es Ihnen, wir lösen es auf. Und hier die Auflösung. Bandleader, Keyboarder Frank Mohler spielt auch zu den Live-Konzerten von Andrea Berg. Michaela Dammer bereichert das Konzert mit ihrer Geige. Ja, wir haben Michaela auch schon live bei Helene Fischer gesehen. Einfach toll. Mit neuen Arrangements setzt der Künstler auch musikalisch neue Akzente, die seine Musik vielseitiger erscheinen lassen. Ein besonderer Höhepunkt des Programms ist der Unplugged-Block, bei dem Reim beweist, dass er auch die leisen Töne beherrscht. Der Stil der neuen Produktionen zeigt einen neuen Matthias Reim. Gereift und musikalisch selbstbewusst. Der wohl beste Reim, den es bisher gab. Seine Fans haben allen Grund, auf die Shows neugierig zu sein. Autogramme und Fotos nach dem Konzert auch in Landsberg.
Wir wünschen Matze mal schnell Erholung, dass er fit ist für seine nächsten Konzerte. Ihr dürft weiter euch bewegen, das ist Film. Ja, Film, ja so. Ja. Ja, wenn das denn so ist. Hey Willi, das ist Film. Ja, das ist Film. Lass den Film.